Bei uns geht es jetzt weiter mit der lang und heiß ersehnten Andersrum TV Reportage und zwar Mandy Gerards Superchance 2011 aus dem Pulverfass. Wir haben sehr viele Anfragen von euch bekommen, wann denn dieser Beitrag endlich bei uns gesendet wird. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass Andersrum TV ehrenamtlich arbeitet. Das heißt, wir verdienen kein Geld damit. Wir gehen in der Woche auch alle unserem Hauptjob nach und deswegen kann es mitunter auch vorkommen, dass ein Beitrag, den wir im März gedreht haben, auch erst jetzt gesendet wird. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und gute Unterhaltung. Faszination Pulverfass. Eine Illusion, die jeder Fan einmal miterleben will. Und eine Show, die für alle Fans keine Wünsche offen lässt. Frivole Humor und erotische Tanzeinlagen wechseln sich ab. Nun hat jeder Pulverfass-Schwärmer die Chance, sich einmal auf der Bühne zu präsentieren. An jedem vierten Sonntag im März darf sich jeder Bewunderer mit seinem Talent präsentieren und kann darüber hinaus auch noch einen Pokal und ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro gewinnen. Eine renommierte Jury aus Fernsehmoderator und Grand Prix-Experte Ulf Ansorge, die Stiefschwester von Nina Hagen, Sängerin Marie Biermann sowie Ex-Tic-Tac-Toe-Sängerin und neuerdings auch Musical-Darstellerin Jessie alias Marlene Victoria Tackenberg richten über die Talente und auch Flops des Abends. Andersrum TV blickt hinter die Kulissen des Wettbewerbs und zeigt, dass es durchaus nicht immer so geordnet zugeht wie in einer regulären Show im Pulverfass. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich begrüße euch wieder einmal aus dem Pulverfass auf der Reeperbahn, denn hier findet zum zweiten Mal der Wettbewerb die Superchance statt. Die Gelegenheit für alle Artisten, die kein Travestie machen, ihr Können auf einer professionellen Bühne vor einem großen Publikum zu zeigen. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich euch eine neue Kollegin im Team von Andersrum TV vorstellen. Hallo Alena. Hallo. Erzähl mal was über dich. Ja, ich bin die Alena, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Hamburg und ich freue mich, dass ich jetzt dabei bin. Und ganz wichtig, die Haare sind echt und andere Körperteile auch, was mich unter meinem Make-up von Night erblassen lässt, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Wie sieht es eigentlich da hinten bei den Künstlern aus? Ja, und zwar ist hinten noch nicht so viel los. Die Künstler sind hier überall verstreut. Ich denke mal, wir werden sie suchen müssen. Okay, dann teilen wir uns am besten, weil da haben wir größere Chancen, an sie ranzukommen. Ne? Gut, super. Eröffnet wurde der Abend von den sexy Bluebell Boys der Grand Olivier Revue, die seit den Anfängen des Pulverfasses schon mit dabei ist. Also in diesem Jahr bereits schon 38 Jahre. Aber auch Gastgeberin und Initiatoren der Superchance, Mandy Gerard, die sonst dafür sorgt, dass jeder Gast im Kabarett den schönsten Blick auf die Bühne hat, lässt es sich nicht nehmen, auch einen zum Besten zu geben. Und das natürlich ohne Wertung der Jury. Die Teilnehmer des Abends sind aber auch schon sehr aufgeregt. Manche nehmen es aber auch eher gelassen. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, dein Mädchen kann das nicht. Memories like the corners of my mind. Misty watercolor memories. Ich merke, wir haben ganz viele Sänger und Sängerinnen heute Abend unter uns. Das ist Nina. Hallo Nina. Hallo. Woher kommst du? Aus Glinde bei Hamburg. Und ich habe gehört, du singst auch live. Was ist deine Spezialität? Ich singe deutschen Schlager, von alt bis neu, alles dabei. So Swing-Songs, so Richtung Frank Sinatra. Ich fühle mich eigentlich erstmal ziemlich unwohl auf der Bühne, aber das wird dann im Laufe des Abends, in der kurzen Zeit kann es nicht besser werden, aber gut, in den 8 Minuten, aber... Es wird schon. Ja, also ich habe mir heute so zwei kleine Genres aus dem Bereich Musical und Film rausgesucht. Das ist einmal ein Medley von New York, New York von Shirley Bassey und dann eine wunderschöne Ballade von meiner Lieblingssängerin Barbara Streisand, The Way We Were. Es ist toll, hier im Pulverfass zu sein. Es ist eine Bühne, die Bretter, die die Welt bedeuten. Hier auf dem Kiez ist The Way of Rock'n'Roll und da zähle ich das Pulverfass auch zu. Egal, ob jetzt vielleicht andere Genres hier vielleicht besser bekleidet wären, aber...
Ich sag ja, ich fühle mich hier wohl. Wir sind jetzt hier Backstage bei der Super Chance vom Pulverfass und wir werden mal schauen, die Emotionen einfangen von den Künstlern, ob alle auch aufgeregt sind, wie sich alle fühlen. Kommt mal mit. Ich bin sehr aufgeregt, ja. Also ein bisschen Angst, dass Texthänger drin sein könnte, okay. Ne? Aber bist du jetzt der Erste da auch? Nein, als Viertes. Im Moment habe ich das noch ganz entspannt. Ich bin okay. Auf Platz 10 und schauen wir mal. Ne? Also hast du noch ein bisschen Zeit? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Währenddessen hinter der Bühne hektisches Treiben und ein wildes Durcheinander. Kein Wunder, denn viele der Talente stehen das erste Mal auf der Bühne. Aber auch Talente, die bereits Erfahrung haben, so wie Steve und seine Performance aus schnell wechselnden Gefühlen. Und auf? Deswegen schäme ich mich eigentlich ein bisschen. Warum? Eine feste Jungtalente, wie das heißt eigentlich, ist das. Du weißt ja, selbst an den Leuten, die das ganz neu machen und sowas, ich würde eigentlich auch nicht in die Wertung reinkommen. Ja. Aber ich mach das so, weil ich um die Ecke muss. Mhm. Wir sind sonst unterwegs. Jetzt 3 Monate. Zoras Welt in Dresden, im Travestietheater, sonst in Erfurt, Köln, okay. Jetzt mal in Hamburg. Sie macht das richtig zum Geld verdienen. Also ihr verdient damit euer Geld. Davon, ja. Ja, deswegen das ist eigentlich so, ich will auch keinen Preis oder nichts haben, weil wir sind auf einem ganz anderen Level, weil wir machen das ja schon jahrelang. Und dann auch mal hier im Pulverfass, professionell? Nee, das ist ganz komisch gewesen. Irgendwie so ein Pulverfass haben wir uns mal bewogen. Dann sind wir aber unterwegs gewesen und wo wir anders hingekommen und haben sich das alles vertan. Und heute machen wir eine kleine Erinnerung. Was war denn die Und das ist der Mann, der hinter den Kulissen die Zügel in der Hand hält. Mario, der sonst auch von den Kollegen liebevoll Marianne genannt wird. Er koordiniert die Auftritte und sorgt dafür, dass jedes Talent zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Also die Startposition betrieben. Einmal durchgehen, gerade durch. Ich gehe noch so lange aufhalten, hier sind schon 5 Minuten. Oder ich hole mal lieber mehr hierher, als dass einmal so wenig ist, was auf der Bühne passiert, dass man gleich wechseln kann. Ich bin wirklich selber ins Schwitzen gekommen, weil das ist ein Event, der nicht so oft stattfindet, einmal im Jahr. Ja, und alles ist aufgeregt, alles ist nicht wie sonst. Beim normalen Showprogramm haben wir alle unseren normalen Ablauf. Und ja, da weiß jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann gibt jeder seiner Dinge nach, sozusagen. Aber das, alle sind aufgescheucht, weil viele Leute das erste Mal auf der Bühne stehen. Und ja, man kennt sich vorher nicht. Man weiß nicht, was der Künstler präsentiert, darstellt. Und man kennt sie nicht, man weiß nicht, wie man aufeinander zugeht. Einer ist mehr aufgeregt, der andere ist weniger aufgeregt. Ja, man muss sie auch ein bisschen beruhigen, man muss sie ein bisschen runterholen. Wir hatten auch einen Fall, da ist heute schon die Stimme weggeblieben vor Aufregung, also den musste man auch noch beruhigen. Und ja, also wie gesagt, das ist nicht der normale Tagesablauf. Ne? Das, sonst weiß jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Und was wäre ein Wettbewerb ohne eine professionelle Jury, die die Auftritte beurteilen soll? Und ich habe jetzt 66,6% der Jury hier stehen. Hallo. Hallo. Wie fandet ihr den Abend heute? Lustig. Feucht, fröhlich, lustig. Der Abend war fulminant, der Abend war facettenreich. Wir hatten 15 Teilnehmer, das ist eine ganze Menge. Und jeder hat nicht nur eine, sondern zwei Darbietungen gegeben. Manchmal das, zu viel, ja. Manchmal sogar anderthalb Mal zu viel. Manchmal auch sowieso zu viel, aber manchmal eben auch niemals genug. Da waren Leute dabei, die haben uns die Schuhe ausgezogen. Das erste Talent hat es besonders schwer, doch dank Marios beruhigenden Worten ist auch das kein Problem mehr. Nina auf die Bühne bitten. Ich wünsche euch recht viel Spaß und Vergnügen mit Nina. Und jetzt einige Highlights der Superchance im Pulverfass.
Ein schöner und vor allem langer Abend geht zu Ende und Mandy war in der Organisation des Wettbewerbs hauptsächlich beteiligt. Wie fandest du den Abend? Zieh mal ein Resümee. Sehr schön. Es war super geil. Es hat sich wieder herauskristallisiert, dass es doch noch schöne und gute Talente hier in Deutschland gibt. Es war natürlich auch wieder vieles dabei, was nicht so. Aber mein Gott, die haben Mut gehabt, diese Menschlein, waren da draußen drauf und haben gesagt, wir machen das für dich und fertig. Das fand ich toll. Das ist doch super. Es ist das zweite Mal, dass dieser Wettbewerb stattfindet. Wie kam es überhaupt dazu, so eine Art Wettbewerb im Pulverfass zu haben? Ich habe mir gedacht, man müsste mal irgendetwas Neues machen. Wir haben ja nun schon seit Jahren den Travestie-Nachwuchswettbewerb, der ja sehr gut läuft. Ich habe gedacht, mein Gott, es gibt noch so viele Leute, die mit Travestie nichts zu tun haben, die aber auch ein Talent haben. Warum soll man denen nicht mal irgendwie die Möglichkeit geben, sich hier vorzustellen? Und so kam das einfach. Und nach welchen Kriterien wählt ihr die Teilnehmer aus? Also ich sage, ich schicke einfach die Flyer raus und sage, jeder kann sich hier bewerben und ich nehme einfach jeden. So, ich gucke einfach, was das ist. Wenn es natürlich zu extrem unter die Gürtellinie geht, nicht. Aber alles, was so dabei war, das war doch alles soweit gut, war doch super. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Was war dein Favorit heute? Mein Favorit war auch die Siegerin heute, das war die Marion. Die hat eine fantastische Stimme. Ich habe sie kennengelernt vor einigen Jahren, als ich in Hamburg den letzten Totenball moderiert habe. Da trat sie dort auf und habe mich da schon so begeistert mit ihrer Stimme. Ich habe richtig hier Gänsehaut noch und es war toll. Einfach toll, super. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht in dein Herz. Gib dem Traum ein bisschen Freiheit. Lass die Sonne in dein Herz. Ja, Alena, das war sie nun, die Superchance 2011 im Pulverfass. Ja. Wir haben ja viele Talente gesehen. Was war eigentlich dein Favorit heute Abend? Also mein Favorite des Abends war definitiv der Ronny aus Bitterfeld. Was hat dir am besten gefallen? Mir hat Steve am meisten imponiert, der Typ mit den Papierkostümen. Aber mein Gott, das ist ja Geschmackssache. Für uns heißt es endlich Feierabend. Endlich.
Es wird Zeit. Ja, wir sind nämlich die Letzten hier im Haus. Jedenfalls nächstes Jahr gibt es wieder eine super Chance Reloaded. Wann findet die nochmal statt? Und zwar am letzten Sonntag im März. Richtig, konnte ich mir nicht merken. Also, wenn ihr dabei sein wollt, nur zu, es wird ein lustiger Abend. Wir sagen erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Chantal und... Schaut wieder rein. Alena. Die neue Kollegin.